Ja, da Leute, da sind wir wieder und zwar kommen wir gerade, wie man sieht, von McDonald's und davor, ich sehe gerade, die sieht total scheiße aus. Wir hatten heute in der Tanzschule ein ganz langes und intensives Gespräch über Handys gehabt. So doof wie es klingt, ist es auch. Tatsachen waren halt, dass wir darauf gekommen sind, dass Handys eigentlich Zeitverschwendung sind. Ja, nicht Zeitverschwendung, aber wenn man drüber nachdenkt. Und wir haben auch mal direkt mal einen Test, das blenden wir euch gleich noch mit ein, einen Live-Test gemacht. Wo ein paar Schüler unter uns sich wirklich an einen Tisch hingesetzt haben und man sieht genau, so wie vielleicht alle anderen das auch jetzt momentan auch kennt zur heutigen Zeit, die waren nur noch an den Handys. Ja, saßen so. Ja, das eigentliche, der eigentliche Blog von uns heute geht eigentlich um uns, weil wir ja ziemlich frisch und ziemlich neu auf YouTube sind. Und deswegen haben wir gesagt, obwohl schon alles, ich sag mal, überlaufen ist auf YouTube und überall, 10 Fakten über uns. Wir werden es aber heute ein bisschen anders machen. Wir machen jeweils nur 5 Fakten. Dann habt ihr quasi 5 Fakten von jedem. Wir teilen uns das Ganze. Ja, weil ich jetzt so viel gequatscht habe, darfst du jetzt mal 5 Fakten mal von dir aus aufzählen. Egal welche, egal was. Okay, cool. Ich esse so lange was, also schaut auf ihn. Guten Appetit. Also, erstmal zu mir. Ich bin der Marcel Penner. Ich... Das ist schon ein Fakt. So, ich mache meine Ausbildung als Tanzlehrer bei dem jungen Mann hier. Johann Straub. Fakt Nummer 2. Ich tanze schon echt lange. Mir macht es voll Spaß. Also, ich kann mir gar nicht vorstellen, ohne Tanzen zu leben oder überhaupt ohne Musik. Noch eine Sache, Schuhe. Oh, also, das wäre mein Fakt. Das ist mir ein Fakt weggenommen. Wenn ich könnte, hätte ich am liebsten alle Schuhe. Also so, zu Hause so eine ganze Wand voller Schuhe, damit ich dann jeden Tag, für eine Stunde ziehe ich mal die an, für die nächste Stunde ziehe ich dann mal die an. Und die einzigen Schuhe, die ich zu Hause habe, sind meine. Wir haben noch einen halben Fakt. Einen halben? Ich mag, das war die Hälfte. Ja, zu mir. Ich finde, ich habe ich persönlich finde, ich habe den geilsten Job auf Erden. Ich bin Tanzlehrer. Das ist so der erste Fakt, der für mich sehr, sehr, sehr wichtig ist. Das zeichnet mich quasi so ein bisschen aus. Der zweite Fakt, ganz wichtig, wie man auch schwer hier auf dem Tisch erkennen kann. Ich liebe Fast Food. Fast Food? Boah, ich weiß auch nicht, also... Allein schon, dass mich die Zeit darüber, dass mir die Zeit es nicht erlaubt, mir jedes Mal frisches Essen zu machen, bin ich sehr, sehr oft bei McDonald's. Ich bin auch sehr oft beim Ümit bei uns hier in der Ecke. Der Ümit macht sehr, sehr geile Döners. Also vielen, vielen Dank, Ümit, an dich auch immer. Ein bisschen Werbung. Hier haben wir haben heute auf McDonald's mal gehört. Das ist auch schon mal ein Fakt, den ich mal sagen muss. Also ich höre auf Leute, die mit mir sprechen. Denn ich finde, nur sprechenden Leuten kann man helfen. Wie ihr gerade merkt, spreche ich ja ziemlich viel und ziemlich gerne. Das ist auch Fakt Nummer 3, finde ich auch. Ja, das ist ein Fakt. Das ist ein Fakt Nummer 3. Ich laber ziemlich viel, ziemlich schnell, ziemlich undeutlich, aber ziemlich gerne. So, Fakt müssen wir uns mal teilen. Ich habe ein ganz starkes Verlangen nach Schuhen. Ich habe auch jetzt meine auch wiedergefunden, damit ich ihn auch mal zeigen kann. Ich finde die sehr, 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 sehr cool. Also normal macht man es nicht. Kinders, deine Füße auf den Essenstisch. Ich habe hier die Jordans. Die habe ich mir vor langer, langer Zeit mal, man glaubt es nicht, für 50 Euro in Köln beim Footlocker, glaube ich, war das sogar. Das war Summer Sale oder irgendwas. Summer Sale, genau. Habe ich gekauft und hab die nur einmal angehabt und hab die jetzt irgendwie seit 2 Wochen war ich am Suchen und hab ganz gerechnet, wo ich die hin tue. Das ist auch schon automatisch auch mein vierter Fakt. Ich suche ständig Sachen von mir.
Kappen. Ich habe auch einige Kappen. Also die werde ich euch mal auf jeden Fall mal einblenden. Also ich werde mal, ich glaube, wir tun mal unsere Schuhe mal zusammen und werden die einfach mal als Bildchen, als Pick, auch mal posten, damit ihr auch mal ungefähr wisst, was, wie krank wir eigentlich sind. Also als Männer, muss man so sagen. Wir sind Männer. Oder? Oder? Doch, doch. Also wir sind Tanzlehrer, wir haben einen Tick für Schuhe und für Kappen, aber wir sind Männer. Zum letzten Fakt, was gibt es denn noch so? Lass mich überlegen. Also, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das Fakt ist, aber deine Rechtschreibung. Also, ah! Das ist immer witzig, wenn er mal irgendwas schreibt, dann muss ich immer lachen, wenn da irgendwelche Wörter stehen. Also. Ja. Also, wenn ihr irgendwann mit mir mal schreiben müsst, ob lass WhatsApp es oder nicht. Schreibt lieber mir, ich. Ruft lieber an. Ruft lieber an. Aber das ist echt schlimm. Das ist so ein Fakt, wo ich nicht stolz drauf bin. Ist mir aufgefallen, was ich überhaupt nicht leiden kann. Eine Sache, die ich überhaupt nicht ausstehen kann, ist, wenn ich mit einem spreche, kennst du bestimmt auch, wenn du ja, mit einem sprichst und er sitzt die ganze Zeit vor dir und schaut in dieses Ding da rein. Da sind wir wieder beim Thema Handy. Ne? Aber das ist auch so ein Ding, wo ich sage, kann ich überhaupt nicht leiden. Ich finde das auch respektlos. So, also, ja, das ist so ein bisschen, ne, wenn man sein Gegenüber. Also man muss sich vorstellen, ihr müsst euch immer alle mal Gedanken machen, was passiert eigentlich, wenn ich auf der Arbeit bin. So, und mein Chef spricht mich zum Beispiel an. Also macht euch mal Gedanken drum, auch für diejenigen, die noch in der Schule sind. Genau. Ne? Was macht ein Lehrer? Ich weiß, alle Lehrer sind doof. Ja, aber die sind trotzdem jeden Tag um euch herum. Und ich finde, man sollte da mal gucken, dass es, da blinkt irgendwas. Na, ist nicht schön. Ja. Also wie gesagt, wir sind YouTube-Anfänger, das heißt unser erster Vlog. Jetzt habe ich es mal richtig gesagt. ist es für euch da und wir probieren auch viel zusammenzufassen. Übrigens, wir sind hier in der neuen Tanzschule bei uns. Wobei wir uns gerade überlegen, Ja, ansonsten, hast du noch was zu sagen? Nee. Ja, also, bevor wir euch jetzt noch vom Rest der Welt erzählen, wollen wir euch nicht weiter aufhalten. Sagt uns, wie ihr das Video fandet. Also, entweder ihr macht ganz viele Daumen hoch, dann machen wir noch eins. Wenn ihr ganz viele Daumen runter macht, machen wir trotzdem noch eins. Wir machen trotzdem eins. Also, egal was ihr macht, es ist alles gut. Wir tanzen übrigens, also schaut euch unsere Tanzvideos an. In der Beschreibung findet ihr auch den Link zum Video, zu meinen Videos, zu dem Video mit meiner letzten Gruppe, die ich, das ich gemacht habe. Ist cool. Also demnächst machen wir auch ein paar Tutorials, ein paar wichtige Tutorials. Genau. Allgemein sind wir immer so im Leben unterwegs und erzählen euch oder auch für eure Freunde oder Verwandten, was man gut gebrauchen kann, wie ich heute auch den ganzen Tag mit euch besprochen habe. Ich habe ja nicht viel besprochen, ne? Nee. Ich bin jetzt gerade total doof. Ne, bei uns ist es immer nach müde kommt doof. Und ich bin schon müde gewesen, also doof. Ne, doof. aber wir werden auf jeden Fall vieles als Tipp zu eurem Leben aus unseren Erfahrungen geben. Ob ihr die jetzt so wahrnimmt oder nicht. Ich denke, es wird schon lustig bei uns. Also wir machen ziemlich viel Mist. Wir erleben eigentlich ziemlich viel gemeinsam. Dadurch, dass wir auch... Das ist cool. I think das ist cool. Das ist ein Insider eigentlich, aber I think das ist cool. Wird unser Spruch wahrscheinlich. Ich sehe schon, komm, I think das ist cool. Aber ja, gut. In diesem Sinne, Ace of Peace, mach's gut.